Hallo, herzlich willkommen. Namaste. Schön, dass du, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute mit dem Theraband trainieren, und zwar in erster Linie unseren Schulterbereich und die Arme und so ganz bisschen die Beine. Wir brauchen dafür ein großes Theraband. Und wenn ihr habt, auch so ein kleines. Wenn ihr kein kleines habt, kann man auch das große zusammenknüpfen. Bevor wir beginnen, wollen wir erst einmal diesen Bereich Schultergürtel, Arme ein wenig aufwärmen. Dazu stellt euch mit hüftbreit geöffneten Beinen hin und wir kreisen erst einmal mit den Schultern zurück. Und zwar atmen wir ein, Schultern nach vorn und oben, aus, hinten, ein und aus, nach hinten und die Bewegung nach hinten möglichst ganz intensiv. Ausführen. Wenn die Schultern Geräusche machen, ist das nicht schlimm. Sie wollen uns nur sagen, dass sie noch da sind und dass sie sich freuen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen. Okay, noch einmal. Und kurz lockern. Jetzt wollen wir mit den Ellenbogen zurückkreisen. Dazu heben wir die Arme. Die Ellenbogen ziehen nach oben und auch wieder nach hinten unten. Wir atmen wieder ein und aus nach hinten unten. Jetzt wollen wir mit den gestreckten Armen kreisen. Und zwar machen wir das erst einmal getrennt. Beginnen mit rechts. Auch hier wieder die Bewegung nach hinten. Möglichst weit nach hinten führen den Arm. Dann wechseln wir zur linken Seite. Gehen dann wieder zur rechten Seite und wollen jetzt den Oberkörper bei der Drehung nach hinten mitnehmen. Einatmen, ausatmen. Schauen hinter unserem Arm hinterher. Und dann wechseln wir auch hier zum linken Arm mit Drehung des Oberkörpers. Und ein letztes Mal. Und lockern. Dann legen wir unsere Fingerspitzen einmal auf die Schultern, ziehen den rechten Ellenbogen nach vorne, den linken nach hinten. Und wir kraulen und nehmen auch hier wieder den Oberkörper mit in die Bewegung. Versuchen ganz tief unter unsere Rippen zu atmen. Lockern und wir lassen den Oberkörper einfach ganz locker nach vorne hängen. Arme, Hände, Kopf, alles hängt locker und wir federn ganz sanft Richtung Boden. Machen weiter mit der federnden Bewegung und führen dabei den Oberkörper so ein bisschen nach rechts. Kommen wieder zur Mitte zurück, immer weiter federn. Und federn zur linken Seite. Komm wieder zur Mitte. Beenden das Federn, setzen die Hände in die Taille, strecken den Rücken, machen ihn ganz lang. Der Scheitel zieht nach vorne, Steißbein zieht nach hinten. Wir spannen die Bauchmuskeln
Und mit der nächsten Einatmung heben wir den Oberkörper mit geradem Rücken wieder an. Und locker atmen. So, dann beginnen wir mit dem großen Theraband. Wir wollen das Band hinter unserem Rücken, um die Schultern und unter den Armen wieder nach vorne führen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Ihr könnt das Band greifen, ihr könnt aber auch zweimal wickeln und dann zieht sich das Band von alleine fest. Probiert es mal aus. Das hat den Vorteil, wenn wir eine Faust machen, dann spannen sich die Muskeln bis oben an. Die ganzen Muskelketten sind angespannt. Wenn wir das aber offen lassen, dann sind die Muskelketten nicht angespannt. Also probiert es aus. Wir wollen jetzt die Arme seitlich etwas öffnen. Die Oberarme sind auf Höhe der Schultern und die Unterarme auf Höhe der Oberarme. Und wir führen jetzt die Arme in so einem Halbkreis nach vorne und öffnen wieder. Wenn ihr merkt, dass es zu leicht geht, dann wickelt ein bisschen kürzer. Also es soll schon ein bisschen anstrengend sein. Beim Öffnen ziehen die Ellenbogen nach hinten. Dann lassen wir die Arme nach vorne und machen so kleine Push-Bewegungen. Die Hände so übereinander. Langsam wieder öffnen, dies verstrecken und schließen. Die Schultern wieder ein paar Mal locker zurückreisen. Dann kommen wir in eine Schrittstellung, das linke Bein weit zurück, das vordere Bein angewinkelt, Knie über den Fußgelenk und wir führen das Theraband einmal von oben um die Oberschenkel, überkreuzen. Und nehmen die Bandenden jeweils in die Hand. Je nachdem, wie lang euer Band ist, könnt ihr wieder wickeln oder greifen. Ich probiere mal, ob das Wickeln auch bei einem kürzeren Band geht. Und dann strecken, geht nicht, strecken wir die Arme nach oben aus. Weit öffnen, Brustbein heben und wieder senken. Der hintere Fuß steht auf der Fußspitze. Einatmen, öffnen und zurück. Einatmen, Brustbein heben und zurück. Einmal noch. Und dann wechseln wir die Seite. Linke Bein nach vorne, rechte zurück auf die Fußspitze. Wieder einmal überkreuzen. Darauf achten, dass das Knie über dem Fußgelenk ist. Und wieder öffnen. Und zurück. Einatmen. Brustbein heben. Und zurück. Die letzten drei. Und lösen. Auch die Beine einmal kurz lockern, die Schultern lockern. Und dann stellen wir uns in etwas mehr als hüftbreit geöffneten Füßen und nehmen das Band über den Kopf. Wir wollen es hier oben auseinanderziehen, bis die Arme gestreckt sind. Und wieder zurück und lass das Band immer so ein bisschen auf Spannung, also nicht so durchhängen lassen, sondern immer ein bisschen die Spannung halten. Und wieder strecken und zurück. Dann wollen wir das Band etwas tiefer auf Höhe des Nackens ziehen. Und wieder zurück.
nächsten Mal gehen wir noch tiefer und zwar bis nach unten zum unteren Rücken und zurück. Haltet den Bauch so ein bisschen auf Spannung. Vielleicht könnt ihr das Becken noch etwas kippen, dass wir nicht ins Hohlkreuz geraten. Letztes Mal. Und lösen und locken. Schulter locken. Jetzt wollen wir den Bogen spannen und zwar halten wir mit der rechten Hand den Bogen und mit der linken Hand wollen wir die Sehne spannen. Wieder wickeln oder greifen. Ich glaube, in dem Fall ist es greifen besser. Der Ellenbogen zieht weit nach hinten. Wir schauen über die rechte Hand nach vorne. Die Beine sind nicht hintereinander, sondern hüftbreit geöffnet. Rechte Fuß vorne, linke nach hinten. Beide Fußsohlen komplett auf dem Boden. Ein letztes Mal und löse den Wechsel. Die linke Hand hält den Bogen und die rechte spannt. Ellenbogen weit zurück. Noch drei. Und Schultern kreisen. Und wir lassen die Bandmitte auf die Matte fallen und greifen die Bandenden. Und zwar wollen wir jetzt unseren Trizeps etwas trainieren. Füße hüftbreit. Die Beine leicht gebeugt, den Po nach hinten schieben. Und jetzt wollen wir abwechselnd einen Arm gestreckt nach hinten führen. Und zwar so weit, so hoch wie möglich. Bauch ist fest. Soll man mit beiden Armen gleichzeitig arbeiten, beide nach hinten und zurück. Sollen wir die Arme hinten lassen und pushen. Ganz kleine, schnelle Bewegung. Dann wollen wir jetzt das linke Bandende auf die Matte fallen lassen und wir stellen uns mit dem linken Fuß drauf. Wir wickeln wieder mit rechts. Jetzt müsst ihr gucken, wie kurz das Band nach Möglichkeit, also Oberschenkel nicht höher, vielleicht sogar bis zum Knie, es kommt auf die Stärke eures Bandes an. Probier es einmal aus. Wir wollen also von hier den Oberkörper so ein bisschen nach links drehen und dann einatmend aufrichten und uns nach hinten öffnen. Unser Blick folgt der Hand. Und wir gehen wieder tief, Band auf Spannung. Und einatmen, aufrichten, Blick folgt tief. Thank you.
nächste Mal. Und Schluss. Wir wechseln. Und rechts fallen lassen, rechten Fuß draufstellen. Und wieder wickeln oder greifen. Schließen uns ein bisschen nach rechts und einatmen, richten wir uns auf und drehen uns nach links aus und unser Blick folgt der linken Hand. Auch hier das Bein immer auf Spannung halten. Letzten drei. Und lösen. Wir legen das Band einmal zur Seite und nehmen jetzt das Kleine. Wenn ihr kein kleines habt, dann knotet das Große und zwar so. Wir wollen es um die Handgelenke legen. Und da muss es schon ziemlich straff auf Spannung sein. Okay. Von hier nehmen wir die Oberarme ganz eng an den Oberkörper. Die Finger sind gestreckt und wir öffnen nur die Unterarme zur Seite. Die Oberarme sind am Oberkörper festgetackert. Die bewegen sich nicht weg. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Auch hier wieder die Spannung halten. Richtet sich in unsere Schulterblattmuskulatur. Ich hoffe, ihr spürt, dass schon was ankommt im oberen Rücken. Und dann wollen wir beim nächsten Mal die Arme geöffnet lassen und von hier wieder so kleine Pushs nach hinten, bis das richtig schön brennt. Okay, und lösen. Schultern lockern, wir legen das kleine Band mal wieder zur Seite, nehmen das Große wieder und führen es hinter unseren Rücken. Und wollen jetzt das Band hinter unserem Rücken diagonal auseinanderziehen, bis die Arme gestreckt sind. Wir machen es erstmal nur in einer Richtung. Arme beugen und strecken. Beim Strecken achtet darauf, dass die Handgelenke auch nicht abknicken, sondern gerade sind. Und dann wechseln wir in die andere Richtung. Und ein letztes Mal. Und wir lassen wieder die Bandmitte, jetzt wirklich die Bandmitte, auf die Matte fallen und wollen uns mit beiden Füßen auf die Bandmitte stellen. Vielleicht hüftbreit geöffnet. Und jetzt greifen wir die Bandenden und wir gehen tief, schieben den Po nach hinten, bis unser Oberkörper auf den Oberschenkel liegt. Die Arme sind gestreckt. Dann drücken beide Füße kräftig in den Boden. Wir richten uns auf. Führen die Arme bis oben. Und wieder tief. Oberkörper auf die Oberschenkel. Und einatmen. Bauch fest. Das Becken so ein kleines bisschen kippen, dass wir nicht ins Hohlkreuz geraten. Letzte.
Und letzte Mal. Und lösen. Und Schultern locken. Also ein bisschen nach vorne hängen lassen. Alles ausschütteln. Und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand, nehmen das große Band mit nach unten. Und wollen jetzt das Bandende oder die Bandmitte besser gesagt um die rechte Fußsohle führen und die Bandenden jeweils in eine Hand. Fixieren das, die Bandenden mit unseren Händen auf der Matte. Und jetzt heben wir das rechte Knie etwas an und mit Fersenschub nach hinten strecken wir das Bein. Und zurück. Durchatmen. Und nochmal strecken. Und zurück. Noch ein drittes Mal. Strecken. Und zurück. Und jetzt wird es etwas schwieriger. Wir wollen jetzt das rechte Bein und den linken Arm stoppen. Bauch auf Spannung und wieder Fuß, Knie vom Boden lösen. Den linken Arm vom Boden lösen und strecken. Und zurück. Bauchspannung halten und nochmal. Und zurück. Wir wiederholen noch zweimal. Und zurück. Jetzt wählen wir unseren linken Fuß in das Band und ziehen den rechten Fuß heraus. Wir beginnen es wieder nur mit dem Bein. Anheben und strecken. Zurück. Bauchspannung. Zurück. Noch einmal. Und zurück. Jetzt kommt der rechte Arm wieder mit ins Spiel. Linke Knie heben, rechte Hand heben und strecken. Und zurück. Und nochmal. Und zurück. Einmal. Und ein letztes Mal. Und zurück. Dann legt das große Band an der Seite. Bleibt nochmal kurz im Vierfüßlerstand für Katze, Pferd zum Entspannen. Ausatmen. Rücken rund machen. Wirbelsäule ganz kräftig nach oben drücken. Finger sind gespreizt, Mittelfinger zeigen gerade nach vorne. Und dann lassen wir uns hängen, heben den Blick ein wenig, ziehen die Schultern nach hinten. Und noch einmal Katzenbuckel rund werden. Und hängen lassen, Schultern zurückziehen, Blick und Brustbein heben. Und ein letztes Mal Katzenbuckel. Und hängen lassen, Schultern zurück. Und lösen. Jetzt brauchen wir wieder das kleine Theraband oder eben das geknotete Theraband. Wir wollen uns jetzt auf die rechte Seite legen und das Theraband um unsere Fußgelenke führen. Ihr könnt entweder den Arm ausstrecken, den Kopf darauf ablegen oder auch den Kopf in die Hand stützen. Wir lassen zunächst das rechte Bein auf den Boden, bringen das Band auf Spannung und heben jetzt das linke Bein mit geflextem Fuß an und lassen es wieder sinken und halten das Band immer auf Spannung. Wir lassen das Bein jetzt unten, Band auf Spannung und wir lösen jetzt den rechten Fuß bzw. das rechte Bein auch vom Boden. Und jetzt öffnen und wieder schließen, nicht ganz schließen, sondern auf Spannung lassen. Öffnen und spannen. Öffnen und spannen. Öffnen und spannen. Und ein letztes Mal. Okay.
Oberschenkel, Gesichtshälfte ein bisschen ausklopfen. Und wir wechseln die Seite. Legen uns auf die linke Seite. Den Kopf wieder auf gestrecktem Arm oder in die Hand gestützt. Bringen das Band auf Spannung und heben wieder das rechte Bein jetzt. Auf Spannung lassen. Hoch und tief. Einmal noch. Jetzt das linke Bein vom Boden lösen und öffnen. Ui, da war das Material wohl müde. Okay. Ich habe mir ein neues Band besorgt. Und ich hoffe, das hält jetzt durch. Also, ich glaube, wir waren hier mit oben linken Bein öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Noch drei. Okay. Ausklopfen. Wir drehen uns wieder auf die rechte Seite und ziehen das Band jetzt über unsere Knie und winkeln die Beine ab. Die Füße liegen übereinander und wir heben jetzt nur das linke Bein. Wir öffnen wie so eine Auster, öffnen und schließen. Die letzten drei. Okay, wir wechseln wieder die Seite. Füße wieder übereinander. Bein angewinkelt und wieder das obere Bein öffnen und schließen. Letzten drei. Und dann setzt euch auf. Ihr könnt das Band hier zur Seite legen. Wir kommen nochmal zum Stehen und wollen unsere Arme dehnen. Streckt den rechten Arm nach vorne aus und führt mit der linken Hand den Arm ganz dicht zum Oberkörper, dass ihr hier in der rechten Schulter die Dehnung spürt. Und dann langsam auflösen, strecken den linken Arm nach vorne, greifen mit der rechten Hand den linken Arm und ziehen ihn wieder ganz dicht zum Oberkörper. Linke Schulter kommt etwas nach vorne. Und langsam wieder auflösen, Schultern lockern und wir strecken den rechten Arm nach oben, winkeln ihn an, legen die Hand mittig auf die Wirbelsäule, fassen mit der linken Hand den Ellenbogen und ziehen ihn weit nach oben hinten, dass die rechte Achselhöhle ganz weit werden kann. Lösen. Schultern einmal rückwärts kreisen und dann heben wir den linken Arm, winkeln ihn an, legen die Hand auf die Wirbelsäule
und fassen wieder in Mitte rechts den linken Ellenbogen und ziehen ihn weit nach hinten um. Spüren die Weite in der linken Achselhöhle. Und wir lösen langsam wieder auf. Kreisen nochmal mit den Schultern. Ziehen die Schultern einmal zu den Ohren, stellen die Hände auf und drücken die Hände nach unten, ziehen die Schultern und die Schulterblätter tief. Nochmal strecken zu den Ohren, hochziehen die Ohren tief. Und noch einmal. Dann falten unsere Hände, drehen die Handflächen nach vorne, strecken die Arme nach vorne, nehmen den Kopf zwischen die Arme, ziehen beide Schultern nach vorne, der obere Rücken wird etwas rund. Und mit einer Einatmung strecken wir die Arme gegen den Kopf. Ziehen uns nochmal ganz lang nach oben und lassen dann die Arme über die Seiten sinken. So, dann sind wir am Ende unserer heutigen Stunde. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Susanne hatte sich diese Einheit gewünscht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr auch einen Wunsch habt. Dann bis zum nächsten Mal. Namaste und tschüss.